Na, dann bin ich ja mal gespannt, was das Le Mans Ultimate hier so zu bieten hat. Was haben wir denn bei Le Mans Ultimate? Oh, das ist Fuji. Also das ist ja Ingame-Grafik. Das ist schon sehr gut aussehend. Ohne Scheiß, ne? Ich bin halt immer noch verliebt in den Sound, aber so maximal. Oh, das sieht wirklich richtig schön aus. Mal sehen, wie viele Frames man da rausholen kann. In 4K. Triple. Ich hoffe ja, dass Triple Screen Support. Ich hoffe ja wirklich, dass Triple Screen Support da ist von Anfang an. Ich meine, Dienstag ist es ja soweit. Ich bete. Ich hoffe sehr. Oh, die Geräusche innen drin sind auch gut. Ey, das ist so, das hört sich so toll an. Hoho. Porsche, Junge. Ach, schon schön. Das klingt schon sehr schön. Oh. Wie frech wurde denn da bitte reingehalten? Sage mal. Aber was kann man denn jetzt alles so im Overlay sehen? Nicht wirklich viel. Öltemperatur kann man sehen, Wassertemperatur, Fuel kann man sehen. Was ist ein NRG? Das ist auf jeden Fall nicht die Batterie. Wir haben die Lichtanzeige, Motor, wenn der kaputt ist, Reifen haben wir. Was mir halt so ein bisschen fehlt, ist TC und sowas. Was machen wir, wenn das Lenkrad aus ist? Also ich hoffe, dass man das ausmachen kann, weil mich stört das immer ein bisschen. Der Porsche klingt so gut. Die Rückgewinnung hört sich auch echt schön an einem Toyota. Also die Energierückgewinnung. Ich mir fällt gerade auf, die haben hier die ganzen Dings weggenommen, die AstroTurfs, Curbs, Turfs, wie auch immer. Das ist alles gar nicht hier. Okay. Also nichts mit super weit anbremsen. Aber es sieht wirklich erstmal gut aus. Hört sich gut an, scheint sich gut zu fahren. Also zumindest macht es den Eindruck, machen wir mal so.
Ich hätte gerne nochmal LMDHs gesehen. Also zum Anfahren. Aber die sind 26 Sekunden weg. Wie die so aussehen. Oh, das Gewackel, der Sound ist so schön. Nee, das wird kein iRacing-Killer. iRacing kannst du nicht killen. Das schaffst du, kannst du nicht. Dafür ist hier nicht genug Content drin. Also es könnte LMDHs Konkurrenz machen, vielleicht LMPs, aber iRacing wirst du nicht killen. Nee, das ist eine gute Alternative dazu. Eine Abwechslung. Ich glaube, eine Abwechslung ist das richtige Wort. Ja, also... Also für mich persönlich, Le Mans Ultimate ist eine sehr gute Abwechslung, wenn man in iRacing keine Lust auf LMDHs, LMPs und GTEs hat. Das killt das nicht. iRacing hat viel zu viel im Angebot, ist viel zu komplex und hat eine sehr, sehr große Fanbase. Es ist eine gute Alternative, wenn man mal Bock hat, was anderes zu fahren. Das hier ist wirklich, also es macht vom Gucken her jetzt, wo wir langsam auch mal Ingame-Zeug sehen, was auch mit Fahren zu tun hat, mit Lenkrad etc. pp., sieht das wirklich gut aus. Und Triple Screen muss ja, fällt mir gerade ein, Triple Screen muss ja supported werden, weil wir haben ja im letzten Video war ja am Ende eine Fahrsession mit Triple Screen drin. Also sollte ja Triple Screen auch unterstützt werden. Ich bin sehr gespannt, wie es am 20. aussehen wird, wenn es rauskommt. Also was wir alles schon machen können, wie es läuft, wie viele Strecken da sind. Es macht jetzt wirklich für mich persönlich, wenn wir es gucken, macht es schon einen sehr fertigen Eindruck bis dato. Mal schauen. Wir werden es sehen und gewahr werden, wenn es denn soweit ist. Naja, das könnte wirklich sehr, sehr gut werden. Die Strecke und die Autos stehen auf der Dings hier. Was man jetzt schon fahren kann in der Early Access? Steht da schon, was man für ein Content hat? Sebring, Portimao, Spa, Monza, Fuji, Bahrain und Sarthe in Le Mans. Da ist ja dann aber doch schon ganz schön viel da, wenn das so sein soll. Guck mal, wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Autos. Aber von GTEs steht hier noch nichts, ne? Das sind ja jetzt erstmal nur die Hypercars. Cool. Also wir haben Rank Games, wir haben Autos, wir haben Strecken. Wir haben so einen Online-Modus und wir haben auch Race Weekend drin. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich noch nicht diesen ganzen Singleplayer-Kram haben, so wie es aussieht. 29 € wird das kosten, also 30. Naja, dann ist ja doch schon mal gar nicht so wenig drin, könnte man sagen. Das ist doch spitze. Schauen wir mal, was am Dienstag ist. Könnte gut werden.